Ein Zeichen nicht nur für den Frieden, sondern auch für mehr Chancen. Und zwar für die Kleinsten in unserer Gesellschaft. Im Rahmen des Kinderfriedensfestes ist gestern die Pflegefamilienkampagne gestartet. Das heißt, die Stadt Augsburg möchte mehr Familien als Pflegefamilien gewinnen. Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, aber auch eine schöne. Wir wissen von vielen Pflegeeltern, dass sie ihr Leben bereichert haben, dadurch, dass sie Pflegekinder aufgenommen haben. Fast 400 Kinder sind derzeit im Großraum Augsburg in Pflegefamilien untergebracht. Wie zum Beispiel der 2,5-jährige Marco. Seine Mutter hat insgesamt 3 Pflegekinder. Sie sind wie ihre eigenen, so sagt sie. Wir bekommen viel Liebe dafür zurück, viel Spaß. Manchmal natürlich alles andere gehört auch dazu. Sie machen auch Sorgen oder Probleme, so wie alle Kinder. Aber im Vordergrund steht einfach der Spaß. Prominenter Schirmherr der Kampagne ist der FCA-Präsident Walter Seinsch. Er ist selber Vater von 3 leiblichen Kindern und hat 6 Adoptivkinder. Ich kann das ja heute rückblickend gut beurteilen. Alle sind ja schon erwachsen und aus dem Haus. Unsere Kinder sind das Schönste und das Beste, was meine Frau und ich im Leben gemacht haben. Und damit meint er sowohl die eigenen als auch die Adoptierten. Er und Menschen wie Belinda Heidfeld haben Kinder ein neues Zuhause gegeben. Doch es könnten mehr sein. Jährlich suchen rund 100 Kinder ein neues Zuhause. Wir suchen massiv. Und es kommt jedes Jahr etwa 50 dazu. Also wir wären sehr froh, wenn wir jedes Jahr 100 mehr Familien finden würden, weil da muss man ja auch mit denen sprechen und auswählen. Aber es ist lohnend. Denn Pflegeeltern geben Fürsorge und bekommen gleichzeitig viel Liebe zurück.